Kuscheln mit diesen kleinen süßen Meerschweinchen kann die Ursache sein für diese Hautveränderung. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann bleibt jetzt dran. In einer Studie in einer Zoohandlung konnte der Pilz Trichophyton benhamiae bei 93% aller Meerschweinchen nachgewiesen werden. Der Pilz kann tatsächlich aber auch durch Katzen oder auch durch Hamster übertragen werden. Und was das Problem an der Sache ist, ist, dass die Tiere meistens gar keine Krankheitszeichen aufweisen. Die Übertragung verläuft also häufig unbemerkt. Und dann kommt es zu so schuppenden, kreisförmigen Flecken, die vor allem am Rand stark entzündet sind und die sogar auch mit Pusteln einhergehen können. Die Hautveränderung tritt vor allem an Kontaktstellen auf, können sich aber manchmal sogar bis auf die Kopfhaut ausbreiten. Bei wenigen Herden ist eine Therapie mit einer antimykotischen Creme häufig ausreichend. Bei einem ausgedehnteren Befund kann es aber auch sein, dass man sogar Tabletten einnehmen muss. Und was ganz wichtig ist, auch das Meerschweinchen muss natürlich beim Tierarzt untersucht werden und gegebenenfalls therapiert werden.